Kollege Harald Petzold, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher auf der Besuchertribüne. Es ist zwar noch nicht ganz Freitag nach eins, aber fast. Und Freitag nach eins macht ja bekanntlich jeder seins. Wir sehen es hier leider auch im Plenarsaal. Diese Randzone sozusagen der Behandlung eines so wichtigen Gesetzesanliegens hat eigentlich das Filmfördergesetz nicht verdient. Aber dass die Bundesregierung es erst für den jetzigen Tagesordnungspunkt beantragt hat, spricht auch Bände dafür, welche Wichtigkeit sie tatsächlich diesem Gegenstand zumisst. Nach diesem Tagesordnungspunkt kommen im Übrigen nur noch die Ostrenten. Auch das spricht Bände für die Wichtigkeit, die die Große Koalition Themen hier offensichtlich zubilligt. Deswegen bin ich sehr froh, dass meine Fraktion es möglich gemacht hat, durch Beantragung eines eigenen Antrages im Rahmen unserer Möglichkeiten in der Kernzeit und bereits im April Gegenstände auf die Tagesordnung setzen zu können, dass wir bereits zu diesem Zeitpunkt einen Antrag zur sozial ausgewogenen und geschlechtergerechten Änderung des Filmfördergesetzes einbringen konnten, der sich für Genrevielfalt ausgesprochen hat und für den Erhalt von Kino als Kulturort. Damit wurde wenigstens einmal in dieser Legislaturperiode auch zu einer öffentlich zugänglicheren und im Plenarsaal auch mehr verfolgten Zeit dieser Gegenstand, dieser wichtige Gegenstand. Für die Koalition ist es ja eines der wichtigsten Projekte in der Medienpolitik in dieser Wahlperiode überhaupt, auch öffentlich diskutiert. Das hat in der Öffentlichkeit übrigens ein sehr positives Echo gefunden, und ich finde, das ist gut so. Ich bin darüber hinaus sehr froh, dass sich der Bundesrat in seiner Stellungnahme sehr deutlich dafür ausgesprochen hat, dass in der Filmwirtschaft eingesetzte Personal zu sozialverträglichen Bedingungen eingesetzt wird. Es soll nach Auffassung der Bundesländer, ich zitiere, eine neue Aufgabe der Filmförderanstalt werden, auch die Belange der Beschäftigten in der Filmwirtschaft zu unterstützen. Ein ganz herzliches Dankeschön an die Bundesländer für diese Stellungnahme und ein ganz herzliches Dankeschön auch besonders an die Bundesländer mit linker Regierungsbeteiligung, nämlich Thüringen und Brandenburg, die sich besonders intensiv für diesen Punkt in der Stellungnahme der Bundesländer eingesetzt haben. Denn angesichts zu einem großen Teil eben prekärer Arbeits- und Produktionsbedingungen vieler Filmschaffender ist die Forderung aktueller denn je, dass sich die Filmförderung für Tariftreue, für faire und angemessene Vertragsbedingungen zwischen Produktionsunternehmen und den Beschäftigten einsetzt. Und ich wiederhole in dem Zusammenhang auch den Vorschlag meiner Fraktion der Linken aus unserem Antrag zur sozialverträglichen Änderung zum Filmfördergesetz. Wer Tariflöhne zwar einkalkuliert und in den Antragstellungen ausweist, aber am Ende nicht ausbezahlt, der soll für mindestens 3 Jahre von der Förderung ausgeschlossen werden. Und ich sage, mit der Novelle des Filmfördergesetzes böte sich eine gute Chance, dies ein für alle Mal zu ermöglichen. Im Übrigen, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Union, die Stellungnahme des Bundesrates müsste für Sie wie eine schallende Ohrfeige wirken, da Sie uns ja wieder sozialistische Planwirtschaft unterstellt haben im Zusammenhang mit unserem Antrag und der Debatte darin. Ich kann Ihnen versichern, wir werden mit unseren Änderungsanträgen genau diese ursozialistische Forderung, nämlich gute Löhne für gute Arbeit, einbringen und thematisieren und auf eine Änderung des vorliegenden Gesetzentwurfs drängen. Zumal Sie als Große Koalition nicht mal bereit sind, in den Regelungen zur Arbeitslosenversicherung die Belange von kurzfristig Beschäftigten, und dazu zählen ja die Beschäftigten der Filmwirtschaft ebenso, besonders auch zu berücksichtigen und zu verändern. Ich sage, das ist ein klarer Bruch Ihres Versprechens aus dem Koalitionsvertrag, wo Sie zugesagt haben, dass noch in dieser Wahlperiode für eine Reform des Arbeitslosengeld-1-Regelung für Kulturschaffende gesorgt werden soll. Und da nützt es auch gar nichts, wenn die Staatssekretärin hier Krokodilstränen verdrückt und sagt, es ist leider nicht gelungen, da für die kurzfristig Beschäftigten eine Verbesserung zu erreichen. Ich kann nur sagen, das war offensichtlich der Großen Koalition einfach nicht wichtig genug, ähnlich wie möglicherweise die gesamte Filmförderung. Ich kann nur die Forderung meiner Fraktionskollegin Zimmermann von gestern wiederholen, die gesagt hat, dass mindestens 4 Monate ausreichen müssen, um Anwartschaften zu erwerben für Arbeitslosengeld I. Meine Redezeit ist leider nur kurz bemessen, deswegen kann ich nicht weiter in die Tiefe eingehen darauf, was Ihrem Gesetz noch alles fehlt, denn Sie haben keine Vorstellung von der Zukunft des deutschen Films, Sie haben keine Idee von den gesellschaftlichen und kulturellen und sozialen Wirkungen des Filmes. Sie betrachten Film zuallererst als Standortpolitik.
dann als Verschiebebahnhof von Fördermitteln, wobei sie auch noch knausrig sind, und konzentrieren sich dann im Wesentlichen auf Gremienbesetzung, wobei sie immer auch ordentlich darauf achten, dass vor allen Dingen die Verwerterseite in den Gremien ordentlich präsentiert ist, was dann dazu führt, dass von dieser Seite Einfluss auf Filmgeschichten und auf Drehbücher genommen wird, was wir für unangemessen halten. Sie reden davon, dass eine Frauenquote mehr Geschlechtergerechtigkeit bringen soll. Fragen Sie mal unsere europäischen Nachbarn, wie die mit diesem Thema umgehen. Da haben wir ein Vorbild und auch das haben wir in unserem Antrag Ihnen als Vorschlag vorgelegt. Wir sagen, der Gesetzentwurf enthält keine Regelung, wie flächendeckend Kinos erhalten und gefördert werden können. Und auch wenn Sie hier von der Abgabe, vom Abgabeaufkommen sprechen, ich sage Ihnen, die Vorschläge, die Sie da machen, berücksichtigen die Entwicklung zum Beispiel im Rückgang beim Verkauf von DVDs überhaupt nicht. Wir werden also nicht mehr Einnahmen haben in diesem Bereich, sondern weniger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Linke muss Filmförderungspolitik vor allen Dingen zum Ziel haben, den Film als eine für die Gesellschaft unverzichtbare kulturelle Ausdrucksform in der öffentlichen und politischen Wahrnehmung zu verankern und das Filmförderungssystem in diesem Sinne neu auszurichten und somit am Ende zu stärken. In diesem Sinne werden wir uns in die Debatte einbringen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und Ihnen, Herr Präsident, dass Sie etwas großzügig mit mir umgegangen sind, was die Redezeit anbelangt. Vielen Dank. Das ist die Großzügigkeit für alle, die in der Debatte um diese Zeit hier intensiv